Was geht ab, liebe Freunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich wollte euch mal mitnehmen auf meine kleine Reise. Ich baue mir hier eine kleine Werkstatt rein. Ich zeige euch gleich nochmal eine Nahaufnahme da drin oder ich mache euch auch mal ein paar Aufnahmen dafür. Hier ist alles vollgestellt, Freunde. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Alles zugemüllt. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Jetzt würde ich sagen, Intro ab dafür und let's go. Ich kann euch auf jeden Fall mal zeigen, hinter mir ist die Halle. Da seht ihr schon ein altes Buschen, was wir letztens erst weggeschafft haben mit Hubwagen, weil der Besitzer leider den Schlüssel nicht mehr gefunden hat. So Freunde, jetzt seht ihr mal alles. Das ist quasi der Hof. Aber hier seht ihr schon den Hänger. Den habe ich jetzt schon gefühlt 100.000 Mal weggefahren. Freunde, hier, guckt euch das mal an. Überall. Hier stand vorher noch ein ganz alter Audi, den habe ich schon wegschaffen lassen. Der wurde abgeholt, ist zum Schrott gefahren. Aber jetzt könnt ihr mal einen kleinen Einblick davon haben, wie es hier aussieht. Hier alte Reifen. Hier auch überall Müll. Schreibt es mir mal in die Kommentare, Freunde. Vielleicht hat jemand Interesse an so einem T4-Buschen. Ich kann euch gar nicht mehrere Daten dazu sagen, aber hier seht ihr mal den Zustand. Ich filme gleich nochmal von nah. Da seht ihr es noch besser. Das sagt hier alte Reifen. Alles voller Müll. Das ist wie gesagt die Halle, um die Halle geht's. Wie gesagt auch um den Eingang, weil wir wollen irgendwann mit Autos und sowas hier reinfahren. Das sind jetzt die Nebenräume, komm. Ich zeige euch mal einen Einblick davon. Hier, gucken wir mal zur ersten Tür. Freunde, hier ist alles vollgestellt, das könnt ihr euch einfach nicht vorstellen. Wie gesagt, hier war auch alles vollgestellt, Freunde. Hier haben wir schon einiges weggeräumt. Ich sag dir, jetzt habt ihr nochmal der Hof. Hier müssen wir dann auch endlich mal den Rasen schön erneuern, dass man sich hier mal richtig arbeiten kann oder dass man hier auch Autos abstellen kann. Da müssen wir neue Steine und sowas reinmachen, weil es da in eine Mulde reingeht und so. Ich zeige euch jetzt nochmal die Halle. Hier, Freunde. Das ist die Halle. Haben wir ja auch Licht. Mal gucken, ob hier auch Licht funktioniert. Ah, hier geht sogar Licht. Aber nur ein kleines. Überall. Das ist halt das Gute, dadurch, dass wir uns eine Werkstatt bauen, dass hier einfach alles schon da ist. Alte Tischtennisplatten, alte Boxen. Hier ist auch nochmal ein Raum. Ja, man kann es gar nicht so gut sehen, aber Freunde, da ist alles hier. Seht ihr es mal. Es ist alles vollgemüllt. Wir müssen alles sauber machen. Hier hinten haben wir noch einen kleinen Garten. Den haben wir uns auch schon hergerichtet. Oder was heißt hergerichtet? Hier war auch alles voller Müll gestanden. Also das könnt ihr euch nicht vorstellen, Freunde. Es war wirklich alles voll und jetzt ist auch noch das Problem, jetzt die Jahreszeit, jetzt fängt es auch an zu regnen. Den ganzen Müll, den wir rausgestellt haben, ist jetzt mittlerweile nass. Also jetzt kannst du, oder ist alles doppelt so schwer, wir müssen alles in irgendwelche Müllsäcke einpacken. Und ja, die Müllsäcke sind da gleich voll, weil man kann irgendwie so Restmüllsäcke kaufen. Irgendwie für 5 Euro, aber da machst du halt einen Müllsack voll oder mit ein bisschen Müll rein und der Sack ist direkt voll. Hier seht ihr nochmal das ganze Ausmaß. Hier, wir haben hier alte Dachpappen, die hier rumliegen. Vor allem am meisten Restmüll. Am meisten ist hier Restmüll. Ich zeige euch jetzt nochmal den T4-Bus fürs Erste. Und wie gesagt, da könnt ihr mir mal in die Kommentare schreiben, vielleicht hat ja jemand Interesse an so einem Auto. Ich zeige es euch nochmal hier. Also ist ein Diesel. Ist halt schon ein bisschen runtergekommen, weil er halt einfach schon länger hier rumsteht. Aber zum Ausbau, ich kann euch leider jetzt nicht hinten zeigen, aber hinten haben wir alles freigeräumt. Also ist frei. Aber wie gesagt, wenn jemand Interesse hat, sich so ein Teil aufzubauen, kann er mir das gerne in die Kommentare schreiben. Weil der steht zum Verkauf. Lasst mich wissen, Freunde, wenn ihr daran Interesse habt an sowas. Hier haben wir auch schon so Paletten und sowas, so ein Zeug gehabt. Das war mal so eine Sitzlounge oder irgend sowas soll das mal gewesen sein. Die haben wir jetzt mal zusammengestapelt und hier hingestellt, weil die kommen dann hinter in den Garten. Halt für den Sommer und so, da kann man sich dann entspannter hinsetzen. Ich sag hier auf der hinteren Seite, das werden wir alles noch freiräumen.
weil das ist ein Carport, da kann man dann gut Autos unterstellen. Aber das Wichtigste ist halt hier die Halle hinter mir auf jeden Fall mal sauber zu kriegen und dass man auch mal den Boden, weil der Boden ist echt, man kann es jetzt nicht genau erkennen, aber der Boden ist richtig uneben. Und wenn wir da eine Hebebühne oder irgendwas reinmachen wollen, ist das halt echt nicht so geil. Deswegen mal schauen, wo die Reise hingeht. Ich habe auf jeden Fall Bock drauf. Und den Menschen, dem das Ganze gehört, dem helfe ich natürlich damit auch. Und ja, was gibt's Schöneres? Hier überall so Zeug, Essensreste, Restmüll. Hier auch alles voll. Richtig dreckig. Also, hier ist der Graben, von dem ich euch erzählt habe. Also es ist noch wirklich einiges zu tun. Ich hoffe, ihr habt Bock auf die Videoreihe. So, jetzt habt ihr mal einen kleinen Einblick bekommen, Freunde, wie es hier aussieht. Einiges an Arbeit reinstecken werden. Deswegen bleibt gesund, haltet eure Wohnung immer sauber, dass niemals so endet wie hier. Dann sehen wir uns das nächste Mal. Haut rein, Freunde. Macht's gut.